Essen, Hase. Ja, musst du essen? Guten Morgen. ja, hallo. Der erste richtige Vlog, komplette Vlog aus der neuen Wohnung. Und noch ist alles sehr provisorisch. Emine hat gerade sehr gute Laune, wie man vielleicht hört. Hast du dein Bitterchen gegessen? Guck mal, hier ist noch was. Der Umzug ist jetzt schon fast eine Woche her. Heute ist Karfreitag. Und es ist, wie gesagt, erstens noch alles sehr provisorisch und auch noch ziemlich chaotisch. Ich muss sagen, Umzug mit Baby ist nicht ohne. Man braucht einfach für alles ungefähr 5-mal so lang. Also wir haben gestern Abend richtig reingeklotzt hier. Aber davor sah es einfach 3 Tage lang aus, als hätte sich gar nichts getan. Und wir haben den ganzen Tag nur geschuftet. Hatten halt das Problem, dass wir auch immer nochmal in die alte Wohnung fahren mussten. Weil wir da noch ein paar Sachen erledigen mussten und holen mussten. Und irgendwie geht leider auch ziemlich viel schief, was sehr ärgerlich ist. Aber wir versuchen trotzdem irgendwie positiv zu bleiben bei dem Ganzen hier. und versuchen uns einfach daran zu erfreuen, dass wir in der neuen Wohnung sind und dass wir die Wohnung wirklich sehr, sehr lieben. Und dass doch alles irgendwie so von den Möbeln her hier so passt, wie wir uns das vorgestellt oder gewünscht haben. Und das ist einfach jetzt schon dieses Wohnzimmer. Ich liebe das Wohnzimmer, es ist so gemütlich. Also es wird noch richtig gemütlich, wenn mal so ein paar Kram, der hier steht noch der Akkuschrauber und so, wenn sowas alles nicht mehr hier rumsteht. Hoppla, und wenn die Bilder hängen und ja, die Regale hängen und ein paar Bücher hier stehen und dann wird es auf jeden Fall richtig gemütlich hier. Ja, wir haben, wie man sieht, also Kaffee noch aus Pappbechern. Wir haben immer noch keine Küche. Wir haben auch immer noch keine Küche gekauft. Das liegt an der Arbeitsplatte, da die nämlich, ja, wir brauchen eine Länge, die es so standardmäßig nicht gibt. Das heißt, wir müssten eine anfertigen lassen. Und da müssen wir jetzt erstmal Anbieter suchen und wir wissen, was wir wollen. Oder wir wissen, was ich möchte, sagen wir so. Und ja, deswegen zieht sich das ganze Projekt Küche leider ein wenig. Und wir sitzen jetzt doch länger ohne Küche als zuvor geplant. Aber das ist auch alles machbar. Emin zumindest ist versorgt. Wir haben eine Mikrowelle, wir haben einen Kühlschrank. Das heißt, wir können zumindest Sachen einkaufen und kühl lagern und wir können für uns irgendwelche Mikrowellengerichte machen, was jetzt auch nicht das Gesündeste ist, aber ja, eine kurze Zeit können wir uns damit so irgendwie über Wasser halten und für Emin haben wir seinen Breikocher, beziehungsweise hat er jetzt immer noch hier übrigens, ne? Also, furchtbar, hat er ja, bisher mittags immer Gläschen bekommen, aber ich möchte jetzt für ihn mal wieder mit dem Breikocher frisch kochen. Oh, guck mal, willst du den Becher haben? Guck mal. Ich werde euch später mal so ein paar Einblicke hier geben, wie es jetzt hier aussieht. Und gestern Abend haben wir auch angefangen, meine Billigregale aufzubauen. Ich werde nämlich endlich wieder meine Bücherwand haben. Ich hatte immer 3 Billigregale voller Bücher. Und dann in der letzten Wohnung haben wir 2 der Billigregale nur aufgebaut, weil es anders vom Platz her nicht gepasst hat. Und hatte einen Teil der Bücher auch auf Lackregalen, diese, ne, diese Bretter im Wohnzimmer. Und das werden wir auch hier wieder so machen. Das heißt, im Wohnzimmer selber steht kein Billy. Das passt doch einfach nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie gefällt mir auch gar nicht mehr so gut, die Billys im Wohnzimmer stehen zu haben. Ich habe halt lieber diese Lackregale und da so ein paar ausgewählte Lieblingsbücher, die da drauf stehen. Aber wir haben ja hier ein Arbeitszimmer und im Arbeitszimmer werden wieder alle 3 Billy-Regale nebeneinander stehen. Das heißt, ich habe hier so eine richtig schöne Bücherwand und ich freue mich so sehr darauf. Wir haben gestern angefangen, die ersten 2 Billys aufzubauen. Die stehen jetzt und wir haben aber erstmal noch
halt jetzt alle Bücher, die wir in Kisten gefunden haben, damit wir die Kisten leer machen können, erstmal die Bücher einfach da irgendwie da reingeschmissen in die Regale, damit die weg sind und wir die Kisten wegpacken können. Und das Ganze dann schön machen und einräumen, das mache ich auf jeden Fall mit euch zusammen. Emin räumt auf. Aber das wird wahrscheinlich noch ein paar Tage dauern. Da müssen wir erstmal so ein paar andere Sachen hier noch erledigen. Aber ja, das war jetzt erstmal ein kleines Wohnungsupdate. Ich zeige euch gleich nochmal alles so ein bisschen. Ich frühstücke jetzt erstmal weiter, trinke meinen kalten Kaffee. Also mein Kaffee, der jetzt mittlerweile schon kalt geworden ist. Und wir haben seit gestern auch schon Internet. Gott sei Dank. Wir haben diesen Umzugsantrag ewig in der Tasche mit uns rumgeschleppt und haben einfach immer vergessen, den einzuwerfen, beziehungsweise erst auszufüllen und dann immer vergessen, einzuwerfen. Und dann sind wir aber einfach in einem Shop vorbeigefahren und haben das gemacht. Und vorher haben wir uns bei der Hotline halt erkundigt, wie lange dauert das, ne, bis man dann den neuen Internetanschluss hat. Und da hieß es ja 2 bis 3 Wochen. Und da habe ich schon gedacht, boah, scheiße, wir sitzen jetzt hier wochenlang ohne Internet. Aber im Shop und tatsächlich 2 Tage später nach Beantragung ja, haben wir den Termin bekommen und der war gestern. Das heißt, wir haben Gott sei Dank Internet. Es war nicht so leicht. Es war nämlich wohl gar nicht so leicht hier. Es wurde ja alles neu gemacht hier und dann war die neue Dose nicht mit dem Verteiler oder was weiß ich nicht verbunden und keine Ahnung. Es war ein, ja, der Techniker hat sehr, sehr, sehr lange gebraucht, bis er uns das Internet hergestellt hat. Aber es hat Gott sei Dank funktioniert. Es sah zwischenzeitlich schon so aus, als ob man in dieser Wohnung einfach kein Internet ja, haben könnte, da alle Leitungen hier im Haus schon dicht waren und ich habe schon fast eine Krise bekommen, aber Gott sei Dank, alles gut, wir haben Internet und genau, deswegen, so sieht's aus erstmal. So, das Arbeitszimmer, wir haben jetzt gerade das 3. Billigregal auch noch aufgebaut. Und die Kartons davor, das sind noch alles Küchensachen. Aber so sieht's aus. Schreibtisch steht hier. Und das Wohnzimmer mit noch ganz viel Kram, der rumsteht. Aber man kann es ja ahnen, wie es einmal werden wird. Und weil so schönes Wetter ist heute, machen wir jetzt Pause. Und gehe noch ein bisschen an die frische Luft. Emin, nein, nicht an dem Staubsaugerrohr lutschen, bitte. Ja. Herrschen seit Tagen Sommertemperaturen und mein Problem ist, ich habe nichts anzuziehen für diese Temperaturen gerade, weil mir passt einfach gar nichts um meine Sommerklamotten und es sieht auch einfach alles scheiße aus. Ich fühle mich echt richtig unwohl im Moment. Da muss ganz dringend was passieren. Spiegel ist dreckig und er bleibt auch sowieso nicht an dieser Stelle. Aber ja, ich bin sehr unzufrieden mit mir im Moment. Das wird sich aber hoffentlich demnächst ändern. Also ich will definitiv ja, meine Sommer-Bikini-Figur angehen. Ich glaube, ich werde mich mal an das Thema Intervallfasten ranwagen. Übrigens, wir haben immer noch kein Licht im Wohnzimmer, deswegen, Moment, ja, nutzen wir hier noch meine schönen Filmlampen. Aber ich habe jetzt heute mal so ein bisschen Deko endlich hingestellt im Wohnzimmer und ich liebe diesen Raum einfach. Es fehlt noch viel, also es fehlen noch die Bilder an den Wänden, es fehlen noch die Lackregale an den Wänden. Aber ich finde es einfach
so viel gemütlicher als in einer anderen Wohnung, weil es einfach nicht so weitläufig ist. Wir hatten in der alten Wohnung ein riesiges Wohnzimmer, was natürlich auch ganz, ganz toll war. Aber dadurch fehlte halt so ein bisschen die Gemütlichkeit irgendwie. Und hier ist es einfach kompakter, aber super gemütlich. Und ja, wir fühlen uns einfach total wohl. Ich glaube, ich habe schon zigmal gesagt, aber wir sind einfach so glücklich mit dieser Entscheidung. Und das Wohnzimmer ist auch aktuell noch der einzige Raum von Emins Zimmer abgesehen, der verhältnismäßig fertig ist. Das Schlafzimmer, da steht auch alles, was stehen soll, aber es herrscht halt noch Chaos, weil wir so einen riesigen Wäscheberg haben, der halt da rumsteht. Und es sieht halt alles noch nicht wirklich schön und gemütlich aus, aber das kommt jetzt auch noch mit den Tagen hoffentlich. Bedes hat jetzt 2 Wochen sich Urlaub genommen für den Umzug und genau, eine Woche vor Umzug, eine Woche nach Umzug, dass wir hier zusammen alles schön herrichten können. Und heute ist der erste Tag, an dem er wieder arbeitet. Das heißt, Emin und ich haben heute den ersten Tag alleine in der Wohnung und ich habe schon ein bisschen sauber gemacht, wie gesagt, ein bisschen dekoriert. Und wir gehen jetzt einkaufen und ich freue mich sehr, dass es heute nochmal so schönes Wetter ist, wobei es ein bisschen bedeckt ist heute draußen. Aber ich habe gesehen, es soll auch trotzdem wieder 25 Grad werden. Und deswegen gehen wir jetzt raus, gehen erstmal einfach ein bisschen einkaufen. Da haben wir keinen weiten Weg, den wir jetzt hier zurücklegen müssen, Gott sei Dank. Und heute Nachmittag gehen wir dann nochmal spazieren und ein bisschen die neue Gegend erkunden. Aber jetzt erstmal einkaufen, damit ich dann später eben sein Mittagessen kochen kann. Komm, jetzt ziehen wir mal dein Sommerhütchen auf. Was ist dich, mein Schatz? Aber bunt gemustert heute. Ist nicht kaputt, Hase, wenn du das da drunter schiebst. Ja, jetzt klemmt das da fest, ne? Wir sind sehr, sehr dankbar für unseren Breikocher. Wir haben nämlich immer noch keine Küche. Aber so können wir trotzdem Emins Essen kochen und müssen ihm keine Gläschen geben. Also, hier sieht es, sorry, ne? Also ich muss spülen. Ich decke das mal so ab. Aber ja, sehr, sehr dankbar auf jeden Fall. Ein mega geiles Teil, kann ich sehr empfehlen. Für uns gibt es im Moment aber eher Fertigessen. Und ich habe mir jetzt gerade bei Netto diesen Quinoa-Salat besorgt. Also es ist grüner Salat unten mit Quinoa. Ich werde mir den Schinken nicht reinmachen. Ich glaube, da ist auch noch Ziegenkäse mit bei. Den werde ich auch nicht essen. Aber ja, das ist mein Mittagessen gleich. Aber erstmal ist der kleine Hase da drüben und dann lege ich ihn nämlich hin zum Mittagsschlaf und dann werde ich was essen. Er war gerade ganz schön, ja, ein bisschen nölig, aber ich glaube, der hat jetzt langsam auch echt richtig Hunger. Es ist nämlich schon 10 vor 12 oder so. Normalerweise isst er gegen 11:30. Sind ein bisschen später dran heute. Aber er hat heute Morgen auch viel gegessen, muss man sagen. Er bekommt immer nach dem Aufwachen direkt eine Milch und also eine Flasche und ich habe ihm dann, während ich gefrühstückt habe und meinen Kaffee getrunken habe, ein bisschen Brot mit Butter, ein paar kleine Stückchen gegeben und auch noch 2 Stücke Bananen. Banane hat er danach auch noch gegessen. Deswegen fiel sein Frühstück heute ein bisschen größer aus als sonst. Jetzt spielt er mal wieder mit meinen Schuhen. Aber der hat halt einfach viel Hunger. Er isst viel und gerne. Wir sind von unserem Spaziergang wieder zu Hause. Emin hat gerade noch mal ein bisschen geschlafen, ein halbes Stündchen. Jetzt möchte er die Kamera haben. Ja, Hase, die hättest du gerne, ne? Ja. Und ja, dieses Wochenende war ja Ostern. Das ist eins seiner Ostergeschenke von Oma und Opa gewesen. Dieses kleine Feuerwehrauto. Und das mag er auch echt ganz gerne. Damit spielt er gerne. Oh, ah,
jetzt hat er mir so einen Zeh geschmissen. Aua, Hase. Aua. Und genau, was hat er noch zu Ostern bekommen? Von anderen Oma und Opa gab es diesen Kipplaster für den Sandkasten. Er saß auch gestern zum ersten Mal im Sandkasten und er fand es gar nicht witzig. Aber ja, für die Zukunft oder auch so zu Hause kann er dann hier mitspielen. Von seiner Patentante hat er dieses Buch hier bekommen, was echt ganz cool ist mit dieser Fingerpuppe. Das findet er auch total toll. Da lacht er jedes Mal, wenn er diesen Hasen sieht und vor allem, wenn man dann damit so ein bisschen wackelt, mag er total gerne. Und von uns hat er das hier geschenkt bekommen. Ich habe gerade keine Ahnung, wo die Bälle sind. Wahrscheinlich unterm Sofa. Nee, warte, hier ist einer. Genau, da sind eigentlich drei Bälle noch dabei. Und man kann die dann halt runter durchdrücken. Und dann macht das halt ja, Musik, wenn die hier runterrollen. Oder man kann halt das Xylophon rausnehmen und ganz normal damit spielen. Und das findet er super. Also ich meine, er ist natürlich noch zu klein, um darauf wirklich zu spielen. Aber wenn wir die Bälle hier durchdrücken und es dieses Geräusch macht, das findet er total witzig. Also da lacht er immer laut. Und deswegen war das auf jeden Fall auch eine sehr schöne Anschaffung. Ich ja, kann euch das auch alles gerne mal unten in der Infobox verlinken. Da bin ich echt ganz froh, dass wir das gekauft haben und nicht so ein ganz normales Xylophon. Ich habe heute auch endlich mal bei Emin im Zimmer die Bilder aufgehängt. Ja, hier ist gerade noch verdunkelt, weil er gerade geschlafen hat. So. Deswegen sieht das Ganze natürlich jetzt nicht ganz so schön aus, weil einfach das Tageslicht fehlt. Aber das ignoriert den Sessel, das Chaos auf dem Sessel gerade. Ich weiß nicht, wohin mit den ganzen Kuscheldecken. Genau, das ist jetzt so seine, die Leseecke sozusagen in seinem Zimmer. Und diese Bücherbank findet er total toll. Also da geht er auch echt gerne dran und versucht die Bücher da rauszuholen. Und hier in dem Sessel sitzen wir jetzt halt abends immer und genau, ich lese ihm noch eine Geschichte vor, vorm Schlafen gehen. Und ja, das ist aktuell auch noch das Chaos im zukünftigen Arbeitszimmer. Hier stehen, wir haben jetzt alle Billigregale aufgebaut, die stehen hier an der Seite. Die müssen natürlich noch ja, eingeräumt werden, Regalböden rein und Bücher rein. Bücher zum Teil, die in Kisten waren, die wir schon leer machen konnten, haben wir erstmal einfach da reingeschmissen. Und hier liegen auch ganz viele meiner Bücher. Und aber in den Küchenkisten sind auch noch welche drin. Deswegen müssen wir halt erstmal die Küchenkisten wahrscheinlich ausräumen können, damit wir alle Bücher machen können. Den Schreibtisch haben wir auch aufgebaut, der wird da stehen und wir haben noch ein Schlafsofa eingelagert. Das werden wir vermutlich dann hier hinstellen, wenn es denn passt, damit wir ja auch Gäste unterbringen können. Und dann brauchen wir noch einen Schreibtischstuhl und ich mag das Zimmerchen. Ich glaube, das wird auch ganz, ganz schönes Zimmer, aber es herrscht halt noch absolutes Chaos. Aber sonst habe ich auch echt nichts Neues mehr zu berichten. Es ist ganz schön warm, es war heute Vormittag echt noch kühl, deswegen habe ich mir jetzt eben vor dem Spaziergang noch ein T-Shirt angezogen. Und ja, ich werde jetzt noch ein bisschen Emin beschäftigen, bis er dann gleich sein Abendbrei bekommt und dann irgendwann ins Bett geht. Bedis ist nochmal in die alte Wohnung gefahren, weil ja, da noch was gemacht werden musste. Und dann kommt er hoffentlich auch gleich irgendwann wieder, dass wir noch essen können zusammen, zu dritt. Genau. Ja, und das ist jetzt erstmal so der Plan für heute. Ich bin schon ja, sehr zufrieden eigentlich damit, wie es jetzt hier aussieht in der Bude. Man kann ja, die Räume einigermaßen nutzen, bis auf die Küche natürlich. Aber die kommt dann jetzt hoffentlich auch diese Woche. Und da es jetzt hier erstmal nichts Neues, Großartiges mehr geben wird, mache ich jetzt hier für diesen Vlog auch Schluss. Und ich denke, das nächste, ja, der nächste Umzugsvlog wird dann hoffentlich die Küche sein, die, wie gesagt, hoffentlich sehr, sehr bald kommt. Es gab ein paar Schwierigkeiten, was diese Küche angeht, aber das werde ich dann auch nochmal in dem Küchenvideo ja, berichten. Ich freue mich zumindest sehr darauf, wenn wir unsere Küche endlich haben. Aber so geht es aktuell auch irgendwie. Wenn es nicht anders geht, dann geht es auch so halt. Man macht irgendwie das Beste draus. Oder wir machen das Beste draus. Und genau, ich hoffe, wir sehen uns dann wieder.
beim nächsten Video. Und ich sage jetzt erstmal, ja, bis zum nächsten Mal. Und ja, ich freue mich sehr von euch zu hören. Deswegen lasst mir sehr gerne einen Kommentar da. Und ja, falls ihr mehr von mir sehen möchtet, freue ich mich auch sehr über ein Abo. Und da am besten die Glocke nicht vergessen, damit ihr wirklich kein Video mehr verpasst. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag. Und ja, bis dann. Tschüss.